Guten Tag, meine Damen und Herren. Leben in Corona-Zeiten. Ja, in Corona. Da kommt man auf merkwürdige Ideen. Und von einer hat mir meine Frau erzählt, sie hat im Radio gehört, für viele Deutsche wäre der Harz in diesem Jahr das bevorzugte Urlaubsziel. Der Harz als Urlaubsziel, habe ich gefragt. Ja, das wäre ganz toll, hat man da gesagt im Radio. Das wäre sozusagen eine grüne Wohlfühloase. Zauberhafte Berge, sagenumwobene Wälder und. Ich habe gesagt, stopp. Liebe Frau, wir fahren da einen Tag mal hin und gucken uns das mal an. Naja, und dann sind wir nach Bad Harzburg mit dem Bus zum Radau-Wasserfall und von dort sind wir dann 10 Kilometer gewandert, so Richtung Norden, an der Eckartalsperre vorbei zum Torfhaus. Oh Gott, kann ich Ihnen sagen. Also, was wir da gesehen haben, das zeige ich Ihnen jetzt und vielleicht überlegen Sie sich nochmal, ob Sie da Urlaub machen wollen. Urlaub in Corona-Zeiten im Harz. Mann, Mann, Mann. Jetzt werden vielleicht einige sagen, komm, also das war jetzt bestimmt eine Ausnahme. Also so sieht es doch da nicht überall aus. Na, ich muss Sie enttäuschen. Also, ein Kahlschlag am anderen. Ich zeige Ihnen mal ein paar Bilder. Und noch ein Kahlschlag. So, einen habe ich noch. Ein. Jetzt werden vielleicht einige sagen, nee, also das waren jetzt Wirtschaftswälder. Also es gibt doch da im Harz diesen Nationalpark. Da sieht es doch ganz bestimmt anders aus. Da machen die doch sowas nicht. So war es doch nicht. Also, ja, ich habe eine Überraschung für Sie. Das war der Nationalpark. So sieht es da aus. Und in den Wirtschaftswäldern, noch schlimmer. Also, eins kann ich Ihnen sagen, im Harz mache ich keinen Urlaub.